Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Sunny, die gerade in den Wehen ist. Deswegen schnacken wir nicht lang rum und gehen ins Krankenhaus. Nein, wir nehmen Justin nicht mit, weil er hat ja eh keinen Bock auf das Kind. Hallöli, können wir uns anmelden, sag mal. Hi, na? She's going to the operation machine. Juhu! Okay. Wir wissen ja schon, wie viele Kinder und was für ihr Geschlecht, aber es ist trotzdem besonders. Das erste Mädchen, da ich keine weiteren Vorschläge bekommen habe, bleibe ich bei meiner Destiny. Und das zweite Mädchen, da habe ich wirklich lange überlegt, aber ich habe halt irgendwas überlegt, dass es halt dann auch zu Destiny passt. Und ich habe mir überlegt, wir nennen das Kind Faith. Kann es nicht aussprechen. I'm sorry. Aber ich finde den Namen sehr, sehr schön. Deswegen nehmen wir das. Weil es passt sehr gut zusammen. Warum sind die Vampire? Das waren Vampirzeichen. No way. Ich will keine Vampirkinder. Warum? Aber wir sind doch kein Vampir mehr. Warum können das Vampire sein? Ich finde auch schön, dass die Babys direkt bei Jericho gespawnt sind. Weißt du, wir können ja ein Kind hierhin und ein Kind bei ihm. Das finde ich fair. Erstmal. Ich kann das alles nicht mehr. Okay, morgen haben sie Geburtstag. Da habe ich mir gedacht, da können wir dann ihr auch ein kleines Umstyling geben. Einfach, dass sie erwachsen aussieht, weil ich meine, die Infants bleiben ja nur so 2 Tage oder so, aber trotzdem möchte ich, dass sie zumindest vernünftige Outfits anhaben. Und wenn wir dann eh schon im Cast sind, dann können wir ja Sunny auch ein bisschen Mutter-Umstyling geben. Kann sie vielleicht das Gemälde fortsetzen, weil wir brauchen halt Cash, damit die Kinder möglichst schnell halt irgendwie ein eigenes Zimmer oder so bekommen können. Weil wir können halt das nicht ausbauen ohne Geld. Da ist was gespawnt. Yay. Ich habe keinen Plan, wie viel Geld wir brauchen dann dafür. But we will see. Kriegen das alles hin. Sie hat gar keinen Bock auf ihr Leben hier. Kind ist am Heuli-Heuli. 277. Das ist sehr gut, actually. Also ich bin auf jeden Fall ein bisschen überfordert. Jetzt schon. Sie will ja hier ein Buch schreiben. Vielleicht macht sie das einfach mal. Ein Kinderbuch. Ich kann nicht tippen. Schicksal und Glaube. Vielleicht nehmen wir uns unternehmerisch. Einfach, dass wir schneller an Geld kommen. Durch Beförderung und so. Hi, Boy. Hier, Jericho bitten zu helfen. Das ist doch eine Sache. Und er so, ja, kein Problem. Gewärmtes Herz wegen fürsorglicher Familiendynamik. Ich heule. Ihr seid so süß. Oh, er redet über Tod. Schwierig. Ich finde auch schön, dass sie immer noch in diesen Krankenhaussachen ist. Sweet, er kocht. Einfach nur sweet. Heuli, heuli. Einfach Buntbarsch aus der Pfanne. Er heult. Oh. Ach, jetzt geht er zum Kind. Sweet. Er hätte gerne heulen wollen, aber er hat sich doch dazu entschieden, sich ums Kind zu kümmern. Und wechselt dafür 3-mal die Windeln vom Kind, obwohl es nichts bringt. We love it. He's trying. Sie mag schreiben. Süß. Level 2 einer künstlerisch-kreativen Karriere erreichen. Sollen wir jetzt nochmal einen neuen Job annehmen? Nee, nee, nee. Attempt to bond with Faith. Wie süß ist das? Können wir dann das Essen mal weglegen? Weil ich möchte, dass das schlecht wird. Sie mag jetzt Kreuzstich. Freut mich für dich, aber wir haben kein Geld, um uns irgendwas da in die Richtung zu besorgen. Ich glaube, wir legen uns einfach mal schlafen. Wenn das Kind nicht heulen würde. Guten Morgen, liebe Sorgen. So, wir generieren am besten direkt. Es ist die 14. Zeit für einen Urlaub in einer anderen Stadt. Ja. Da haben wir jetzt nicht unbedingt das Geld dafür. Aber klar. Interacting with unwanted child gibt dir eine angespannte Stimmung. Autsch. Oh mein Gott. Warum? Egal. Wir lassen dann einfach unsere Kinder hier altern. So, Kind 1. Helfen Sie mir. Jabba dabba du. Hui. Okay, und du bist sonnig. Natürlich ist das Kind von Sunny sonnig. Oh mein Gott. Oh, du bist ja ein Schatz. Wir finden ja gleich dann auch heraus, ob die wirklich Vampire sind. Ich hoffe ja nicht. Dann heule ich nämlich. Dann ist die Frage, ob ich es nicht einfach wegcheate, ehrlich gesagt. Ich hätte da gar keinen Bock drauf. Hallo. Danke. Hallöchen. Und Faith ist zappelig. Na gut, ich hab Schlimmeres. Ich würde sagen, dann machen wir mal eine kleine Cast-Runde. So, wir beginnen natürlich mit den Kindern und dann, wie gesagt, gebe ich Sunny noch ein kleines Modern-Umstyling. Also, let's see, fetzi.
So, ja, das ist jetzt halt die kleine Umstyling-Runde gewesen. Ja, ich habe halt so ein bisschen die Sachen halt, ne, dieses viele Bauchfrei und so. Also ich finde es halt einfach, also klar, im Sport kann man das machen, aber ansonsten finde ich es halt unpassender als Mom. Also kann man natürlich machen, aber wie gesagt, ja, sie ist jetzt ja natürlich auch bestimmt schon so an die 40 oder so. Und die kleinen Kiddos sind auch ganz süß geworden. Ich habe jetzt nicht so viel geändert, nur das, was halt ein bisschen wild aussah. Deswegen klicke ich hier ein bisschen durch, damit ihr das nochmal kurz seht. Aber ich finde die Mäuse auf jeden Fall sehr cute. Und Letzi Fetzi ab in Urlaub. Wenn ihr natürlich die Kiddies mit, wir können Jericho nicht mitnehmen. Das ist sehr gemein. Ich überlege gerade, ob wir jetzt alleine mit den Kindern gehen sollen. Eigentlich macht es irgendwie keinen Sinn, aber wir machen das jetzt einfach. Erste Besucher, süß. Also Salvadorado und Granite Falls macht beides nicht so viel Sinn mit Kiddies. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen nach Mount Komorebi, weil sie mag ja Snowboarden, glaube ich. Deswegen macht das vielleicht noch am meisten Sinn. Dann gehen wir hier oben hin. Das ist auch das günstigste. Auch wenn es trotzdem sehr teuer ist. Aber ist okay. Ich meine, wir müssen dann sowieso erstmal noch Kinderbetten dahinstellen. Sonst funktioniert das sowieso nicht. So, zwei Betten. Erster Urlaub! Wie süß! Ich wusste nicht, dass es den Meilenstein gibt. Wie cute ist das denn? So, die Betten kann man jetzt sehen, weil hier ist nirgendwo Platz. Das ist schon in Ordnung. Ja, ja. Oh mein Gott, ist das cute. I love it. Blähungen hat Faith. Oh. Genau, leg die kleinen Motten da erstmal hin. Warum heult sie? Weil sie abgelegt wurde. Ich wünschte, wir hätten jemanden mitgenommen, Alter. Ich glaube, wir kommen hier dann nicht dazu, zu snowboarden. Naja, kannst du vielleicht Bauchzeit verbringen? Du kannst vielleicht Destiny anlächeln. Süß. Ja, das mit dem... hat jetzt nicht so gut funktioniert, ne? Also... Aber ich würde trotzdem gern, dass ihr Bauchzeit macht. Oh, warum? Dieses Spiel macht mich fertig. Jetzt stillt sie hier auf einmal. Was ist hier los? Gut, die beiden sind gerade da in dem Ding drin. Was, wenn sie einfach mal snowboarden geht? Ihr werdet es überleben. Ich finde, die Frisur steht ihr übrigens richtig gut. Also, ich habe richtig Moody-Vibes von ihr. And I love it. Faith und Destiny sind soeben gute Freunde geworden. Süß, weil die sich wahrscheinlich die ganze Zeit selber gegenseitig angucken. Dann kann sie zumindest einmal die Piste runter. Ich glaube, danach müssen wir uns schon wieder fast um die beiden Schnuten kümmern. Aber das wird schon. Da hatte sie wenigstens irgendwas von ihrem Urlaub. Yay! Wie cool! Sie ist doch nicht so begeistert. Eigentlich hat sie sehr viel Spaß dabei, weil sie liebt Snowboarden eigentlich. Das war's schon? Wow. Das war ja crazy. Ja, dann kann sie auch noch ein paar Mal mehr. Ich sag, wie es ist. So schlecht geht's euch doch nicht, oder? Hey, du bist ein bisschen müde, dann mach Haya. Du bist auch ein bisschen müde, dann mach du auch Haya. Dann kann Mama ein bisschen snowboarden und dann ist alles supi. Hui! Ach, so schlecht ist es doch gar nicht. Oh. Pff, in dem Moment mault sie sich. Es tut mir leid, Girl. So, die beiden Mäuse schlafen auf jeden Fall. In der Schlange warten. Oh. Ja, Hauptsache, sie redet mit diesen ganzen Leuten. Yay! Jericho ruft an. Ja, Boy. Nee, ich sag dazu nichts. Whee! Sweet, sweet. Ey, das sah schon besser aus. Jetzt steht sie auf jeden Fall. Hat sich nicht gemault. I'm proud of you. Jetzt hat sie sich zwar schon wieder gemault. Also, es ist mal besser, mal schlechter. Gehört dazu, ne? Ja, während die Kinder schlafen, kann sie das auf jeden Fall machen, aber... Die kleine Maus ist schon wieder wach. Ihihihi. Ja, ja, ich fütter dich ja gleich. Mami kommt nach Haus. Nicht nach Haus, aber in die Urlaubsunterkunft. Hello, my dear. Liebt es, gehalten zu werden. Dein Geschwisterchen ist noch nicht wach. Was, wenn ihr ein bisschen Bauchzeit miteinander verbringt, wenn es diesmal funktioniert? We will see. Wunderfüße. Upsi-dupsi.
Dinge passieren. Wow, ihr macht Bauchzeit. Am Freitag werden sie zu kleinen Kindern. Das geht ja noch. Ich dachte, das würde jetzt noch kürzer sein, aber dann können die zumindest ein bisschen was lernen vielleicht. Ich hätte gedacht, dass sie halt nichts lernen können, weil die vielleicht nur so einen Tag oder so Säuglinge sind. Aber so geht's ja noch. Aber die Betten, die nehmen wir auf jeden Fall mit und dann behalten wir die auch. Dann benutzen wir die zu Hause nämlich weiter. Yay, Destiny kann ihren Kopf heben. Und Muddern muss sich immer irgendwie waschen. Und was esen. No, why are you awake? Ja, du überlebst das. Das ist... Wow. Justin ruft an und fragt, ob er mit Moritz Markovic Zeit verbringen soll. Bitch, what the fuck? Du hast uns gerade erst verlassen und willst schon neue Leute kennenlernen. Ich glaube, das ist zwar freundschaftlich, aber... Bitch, what the fuck? Was habe ich damit zu tun? Du fragst deine Ex, ob du Zeit mit jemandem verbringen sollst, so... Leave me alone. Jericho ruft auch an. Sweetie. Guck mal, weil hier ja Schuhe verboten sind in dem Haus, richtig sweet, dafür ist es gut, dass ich ihr immer Socken gebe und so. Eigentlich müsste man dieses Schild sowieso öfter, finde ich, aufstellen. Oder ich glaube, das geht teilweise auch mit diesen Schuhregalen. Weil ich finde es eigentlich viel realistischer, dass die keine Schuhe zu Hause tragen. Wer trägt zu Hause Schuhe? So, sie telefoniert jetzt erst. Das ist wichtiger. Jericho hat giganten Tratsch über Destiny verbreitet. Ich heul. Ihr lacht und gurt. Ich bin so froh. Das macht mich glücklich, ihr Mäusis. Eine Windel. Yummy. Es ist 18 Uhr und sie ist fertig mit ihrem Leben, ey. Nee, ist gut jetzt bei euch. Mami muss auch mal was essen. Mein ganzer Stolz. Oh. Auch weil sie Probleme hat, das mit den Kindern zu akzeptieren, aber scheint halt trotzdem zu versuchen, eine gute Mami zu sein. Und ich finde das sehr toll. Aber so prüht auf you. Sie hätte sich auf was Traditionelles zu essen kochen können. Stattdessen habe ich sie Fleischbällchen machen lassen. Naja. Hauptsache, der Hunger ist gestillt. Was ist das für ein Outfit? Das habe ich ihnen nicht gegeben. Ich weiß nicht. Meine Sims stecken die Infants immer in Outfits, die ich denen gar nicht gegeben habe. Also ich weiß nicht, was das über soll. Nee, du gehst nicht nach oben zum Schlafen. Das macht ja gar keinen Sinn. Wie wär's, wenn du hier unten schläfst? Jerry, hör auf, mich die ganze Zeit anzurufen. Gasprobleme. Keine mehr. Ja, geh doch einfach schlafen, Kind. Als ob das so schwer wäre. Du hast hier eingeschissen. Keine mehr. Erster Windelplatzer, ich heul, ey. Warum tust du mir das an? Gut, dann wach halt nochmal auf, Muran. Und dann baden wir die Destiny mal kurz. Was soll das? Sie wünscht sich auch einfach nur noch zu schlafen. Same. Das ist ja auch das erste Bad von der kleinen Maus dann. Yay, mein erstes Schaumbad. Und mein erstes Bad. Girl, kannst du vielleicht erst dein Kind füttern, bevor du es ins Bett legst? Ich meine ja nur. Nee, erst füttern. Dieses Spiel macht mich fertig. Mach Nom Nom, Kind. Und dann darf Destiny schlafen gehen. Und dann darf Mama schlafen gehen, bevor sie hoffentlich nicht zusammenbricht. Ich möchte nicht, dass sie zusammenbricht, das hat sie nicht verdient. Sie ist einfach nur fertig mit ihrem Leben. Das ist ungefähr der wildeste Urlaub, den ich jemals in Sims hatte. Schlaf einfach! Warum heulst du denn jetzt? Nee, gibt's nicht. Mama geht jetzt schlafen, die kann nicht mehr. Die ist fertig. Ist vorbei jetzt mit Mama. Ja, du hast Hunger. Du wirst es schon überleben. Noch 4 Stunden. Dann soll sie mal aufwachen. Dann können wir das schon mal einpacken. Nee, nicht schlafen. Dann füttert das Kind vielleicht nochmal. Dann können wir das nämlich auch einpacken. Sie hat gar keinen Bock mehr auf ihr Leben. Können wir das hier dreckig hinterlassen? Ich frage für einen Freund. Ich glaube, meine Kinder hassen mich. Ich nehme es ihnen aber nicht übel. Warum scheißt ihr euch eigentlich permanent ein? Was soll das? Ja. Kann nicht mehr. Jetzt denkt sie auch noch über ihren Bruder nach, ne? Kann nicht mehr. Denkt sie, es wäre alles besser gewesen? Was, wenn wir mit ihm weitergespielt hätten? Dann hätten wir auf jeden Fall keine Schwangerschaft so einfach durchleben müssen. Wir können uns doch nicht mal einen weiteren Tag leisten, selbst wenn wir wollten. By the way, wir machen heute die 154. Erstelle einen neuen Feiertag. Das ist eine Sache, die können wir gerne machen. Was, wenn wir hier so Häschentag oder so haben? Häschentag? Häschentag ist natürlich frei. Dann kommt der Blumenhase zu Besuch. Wir müssen Eier suchen, ein Objekt wertschätzen und vielleicht Gartenarbeit machen. Sweet. Vor allem, bis es Frühling ist, habe ich das wieder vergessen und dann freue ich mich wahrscheinlich, wenn ich das sehe. Oh mein Gott. Geht allen super schlecht. Ich würde sagen, wir stellen wieder ein Bett hier hin. Warum kann ich das nicht da an die Wand stellen? Dann stelle ich es halt mitten in den Raum. Ist mir egal. Das andere kommt hier hin. Ich hoffe, man kann das benutzen. Sieht zwar richtig hässlich aus, aber es geht gerade nicht anders. I'm stressed out. Also, die kleine Maus hier, Faith, muss schlafen. Oh mein Gott, mein Tieren geht so scheiße. Ich setze sie mal zurück. Because this doesn't work.
Ah, die sind beide übelmüde. Upsi-dupsi. So, dann putzen wir hier alle. My poor girl, was sie hier alles machen muss. Aber ein bisschen hat sie es sich auch selber angetan. Ich sag, wie es ist. Aber gut, dass Jericho da ist und ein bisschen hilft. Sie ist doch einfach dead inside, ne? So, jetzt isst sie was. Dann geht sie nochmal duschen und dann braucht sie unbedingt mal einen Nap. Ich mag ihren neuen Pullover. Der ist sehr cute. So, du kleine Maus, bist schon wach? Aber du bist glücklich. Immerhin. Immerhin einer. Kummer. Mit Faith? Die haben einfach die beste Beziehung zueinander. Aber ich finde es auch süß. Bei Zwillingen, wenn die so eine gute Beziehung haben. Nee, Anissa. Girl, no. Braucht jetzt mal echt ein bisschen Ruhe hier. So. Und dann kann die kleine Maus was zu essen bekommen. Und vielleicht macht ihr dann ein bisschen Bauchzeit? Why are you awake? Oh mein Gott. Was für ein Angeber. Also wir haben jetzt gerade nicht so viel Spaß. Halt noch etwas ausstrecken. Sweet. Also auf jeden Fall können wir alles erreichen. Das ist sehr schön. Das Haus an sich ist jetzt, also das ist nicht so schön, aber wir werden es überleben. Wollt ihr Bauchzeit miteinander verbringen? Die kleine Maus liegt hier auf dem Boden und schläft. Same. Entschuldigung. Das Kind war da gerade einfach auf dem Boden und ist so same, ey. Hi Jericho. What up? Yay, Faith kann auch ihren Kopf heben. Und lachen kann sie. Sweet, sweet. Sie hat gar keinen Bock darauf, getragen zu werden. Ich kann sie ja nicht jetzt schon schlafen schicken. Es ist 7:15. Vielleicht mixt sie noch mal ein paar Getränke. Dann hätten wir zumindest ein paar mehr Chancen, befördert zu werden. Das wäre ja ein Traum. Faith hat sich eingeschissen. Ja, okay, ich glaube, das wird nichts. Dann soll sie lieber was essen noch. Nein, du sollst mixen mögen. Stopp. Wir haben keine Badewanne. Jetzt haben wir eine Badewanne. Die sind beide komplett am Stinken. Level 3 der Erziehungsfähigkeit. Way. Und dann muss sie einfach schlafen. Der Rest muss sich dann leider Jericho kümmern. Oh, jetzt ist sie umgefallen. Rip, Girl, Rip. Von Jericho gefüttert werden. Danke. Und dann möchten wir bitte Haya machen. Danke, Opa. Danke. Ohne Opa wären wir einfach nur komplett verloren. Justin Thurman ist gestorben und hat den Anteil am Haushaltsvermögen an die Nachkommen vererbt. Also für uns ist das gut. Geldtechnisch jetzt. 11.111. Keine mehr. Aber, oh, what the fuck, Alter. Entschuldigung. Er war so wütend, dass er in Flammen aufgegangen und abgefackelt ist. Was? Was ist das denn jetzt für die Storyline? Warum war er denn so wütend? Weil wir versuchen, unser Leben auf die Reihe zu kriegen? Wow. Das macht mich einfach nur fertig. Das Gute ist, wir können uns dann auf jeden Fall leisten, dass wir da ein Kinderzimmer und ein Zimmer für Sunny haben. Aber das ist wirklich wild. Aber ich habe kein Problem damit. Wir machen das. Kein Problem. Also, ich kann jetzt eh nichts dagegen tun, so. Aber es ist schön, dass wir die Sache jetzt dann wenigstens ausbauen können. Also, ich bin jetzt nicht wirklich traurig, weil er hat uns das Herz gebrochen. Es ist auf jeden Fall wild. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist das wildeste Ende einer Folge, glaube ich, jemals. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Ich bin einfach überfordert mit allem, was hier passiert ist. Aber ich hoffe auch, dass euch die Namen gefallen und die Umstylings. Nächstes Mal gibt es dann ja ein kleines Kleinkinder-Umstyling, weil dann gibt es ja schon wieder den Geburtstag. Ich komme nicht klar. Aber das ist okay. Ich hoffe, ihr findet mehr Worte als ich. Also ich bin fertig mit meinen Nerven. Deswegen hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!